US Bachelor, Show läuft noch, aber er ist schon verlobt. Im Geschwindigkeitsrausch. Die neue Staffel des US-Formats The Bachelor ist gerade erst an den Start gegangen. Doch bereits jetzt brodelt es heftig in der Gerüchteküche. Denn dass der 22 Junggeselle und Ex-Rennfahrer eine Traumfrau gefunden hat, bestätigte er selbst, noch bevor das überhaupt ausgestrahlt wurde. Damit nicht genug, er soll sogar schon um die Hand seiner Auserwählten angehalten haben. Ariel gestand gegenüber The Hollywood Reporter, dass er sich recht schnell in zwei Frauen verliebt habe. Er habe sich dann auch zu einer Entscheidung durchgerungen. Allerdings soll ein Insider der Seite Naughty Gossip verraten haben, dass Ariel der Gewinnerin der letzten Rose sogar einen Antrag gemacht habe. Die Quelle wisse außerdem über die Pläne des 36-Jährigen Bescheid, er hat Familie in Holland und möchte mit seiner Verlobten so schnell wie möglich in seine Heimat zurückkehren. Besonders die mediale Aufmerksamkeit erschwere es, die wahre Liebe zu finden. Die Fans sind mit Ariel, der bereits 2012 bei The Bachelorette als Kandidat mitwirkte, bisher nicht ganz warm geworden. Seine Ernennung löste eine Menge wütender Reaktionen bei den Anhängern der Show aus. Eine frühere Partnerin, soll er nur wenige Tage vor seiner Ernennung als neuer Bachelor sogar vor die Tür gesetzt haben. Was haltet ihr von dem Gerücht, dass sich Ariel Luentyk-Jr. bereits verlobt hat? Ich kann mir das gut vorstellen. Er ist rasant schnell drauf. Das glaube ich nicht. Für eine Verlobung wäre das doch zu schnell.